Da war ja was. Tuk, 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 tuk. Oh, hier vielleicht noch mal nach einer Axt schnell. Jo, Max, steigst du mal kurz aus? Ich hab meine Scherenhände wieder, guck mal. Bei mir nicht. Echt nicht? Bei mir total. Warst du schon oben? Negativ. Okay, dann setz dich mal. Okay, hier oben ist nix. Hier aufs Dach. Achso, da bist du gerade. Nee, ich bin in der Dusche. Nee, hey, ich... Max, was? Ich bin gerade oben. Oh, aber der Zombie hier hat 6 Racks, die schnapp ich mir mal bei aus. Mit 12 Racks könnt ihr ein Rope basteln. Also zur Not, wenn wir irgendwelche Shirts oder so finden können. Ah, ich habe eine Axt gefunden. Nice. Die Frage, sagtest du, die Schaufel passt noch ins Auto? Also ich habe kein nichts auf dem Rücken, meine Picke ist ja kaputt. Mindestens vorhin. So, hier, dann hast du hier eine Schaufel. Vor allem das Lustige war, die Axt war unsichtbar. Erst als ich irgendwie 10 cm davor stand, wurde mir angezeigt. Okay. Wo, in welchem Zimmer? Pass auf, Martin, da kommt ein Zombie auf dich. 2. Von links. Dicke Bowl. Ja. Ich habe nur noch 12 Schüsse, die AKs. Komplett dabei oder was? Jo. Okay. Da kommen jetzt noch mehr Zombies. Wenn sie kommen. Hast du die Barrel auch in der Hand, weil die steht hier doch? Die habe ich in der Hand. Weil. Okay. Dann ist das ein bisschen bug. Kannst du vielleicht nochmal ausstecken, die nochmal abstellen, nochmal in der Hand nehmen vielleicht? Aber bei mir steht die hier, ne? Ah, jetzt. So witzig, ey. Hauptsache normalerweise, man würde voll erwarten, dass wir mit einem Humvee oder sowas ankommen, wie damals, aber was ist hier? Voll die Runzel DDR-Karre. Rasenmähermotor. Ja, in manchen Punkten ist die Mod einfach besser. Weil es sie halt schon länger gibt. Bäm, Alter. LOL. Hat der andere sich gerade selber umgebracht? Ist er vors Auto gesprungen? Ja.
war eigentlich mehr so hinter das Auto gesprungen. Check die mal wegen Ammo. Ja, hier, direkt, Vince. Hier wäre eine neue BDU-Jacket, Vince. Direkt Zelt oder was? Oder Ammo? Direkt. Vince, hier, im Container. Hier ist BDU-Jacket. Ah ja, nice. Dann ist das zwar nicht mehr das, was ich hatte, aber naja, besser als ruined. Oh, ein Camo-Net. Davon brauchen wir jetzt ja einige. Ja, komm her. Bam, ja, so geht das. Hitman-Style. Wo ist denn eigentlich Max? Bitte? Hier im Zelt gewesen. Ja, ich habe eine Maske für ihn. Eine Maske? Ja, damit man dein Gesicht nicht mehr ertragen muss. Warte. Ne, das, Hier. Den Gefallen tue ich dir nicht. Ah, nee, das ist Vince. Sag mal, was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, die Jacke austauschen. Ah, nochmal ein M4-Magazin, ich glaube, davon haben wir genug. Stimmt, das habe ich ja gesagt, das ist eigentlich. Ah, fällt mir gerade ein, aus den Säcken, aus diesen Burlop-Säcken, da machen wir ja nur die Stripes draus, ne? Also wir zerschneiden die ja, ne? Weil die Stripes sind besser zu lagern, ich werde die mal klein schneiden. Hallo. Ja, Vince klaut sich die für Max gedacht war. Aber die glitscht so doof durch den Helm, das mag ich nicht, ne? Mir gefällt die Gasmaske zwar auch nicht so gut, aber... Meine glitscht nicht durch den Helm, das finde ich schön. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich hier Edward die Scherde. Puppe mal in meiner Nase. Hab ich jetzt noch einen Burlup? 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 Nee, hatte nur die zwei Burlups. So, jetzt habe ich wieder einen Vierer-Slot gespart. Da, deine Maske nicht vergessen. Den Gefallen tue ich dir nicht. Dann drückst du ja nicht mit. Tja, ich bin trotzdem drinne. Auch ohne Maske. Vince, mach mal die Tür auf. Schub ihn mal raus. Das Problem ist, ich muss den Seat moven und dann kriegt er die Tür, glaube ich, nicht mehr auf. Dann flieg nur ich raus. Ich kann mal gucken, kann ich von hier hinten den Kofferraum aufmachen? Ich frage mich gerade der LKW, ne? Wie viele Slots der hat? Als ja, Cargo. Ja, man, eigentlich müssten wir heute echt nochmal so eine Tour machen und die Vehicle-Spots abgucken, ey. Bam, Junge, hau ab. So, dann ist das ja hier Rattenö, ne? Genau. Rattenö. Jo, dann müssen wir hier nach Rattenö, wenn die T-Kreuzung kommt. Rechts. Ah, die asphaltierte T-Kreuzung. Hier kommt gleich noch so ein... Jo, dieser Feldweg hier, den nicht. Jetzt müsste... Ah, vorne bei der, kurz vor der Bushaltestelle ist sie. Knatter, knatter. Hier ist auch Industriegebiet, aber gut, nur eine Hütte. Tippe. Hier siehst du, guck mal, wir können schon mal Schilder lernen. Aha, hier, Rattenö. Quookie Beach? Warte mal, hä? War das nicht eine asphaltierte Straße? Nein. Ach, kommt gleich. Ein Stück asphaltiert. Ja. Ey, da wakt mich einer an. User was moved to your ja, moin.
Ist zwar 9 Uhr abends, aber ist okay, hallo. Ja, wir sind gerade am DayZ daddeln. Ach, ihr seid am DayZ daddeln. Na, viel Spaß. Oh, wieder richtig Bock drauf. Ja, und ich bin heute reingekommen und sehe plötzlich, dass ich eine Cutlass hab. Ja, wegen dem Free Flight, der ist noch bis zum 30. Also bis zum 30. habe ich einfach eine Cutlass und kann damit Kohle machen. Jo. Ja, ja. Und okay. Du kannst auch immer nach Lovell fahren, weil momentan ist so eine Expo auf Lovell. Die okay. ist am Raumhafen, da kommst du mit einem Fahrstuhl hin. Und heute ist Drake, glaube ich, dran. Nee, nee, also nicht mehr. Müsste doch am 28. sein. Also seit 17 Uhr ist Drake. Seit oder? Nee, nee. Seit 17 Uhr ist es vorbei. Okay. Dann müssten jetzt, glaube ich, die Alien und so Alien-Hersteller sein. War Misk schon? War ist Misk heute? Ich war... Warte ganz ehrlich, ich guck noch mal nach. Misk ist heute, glaube ich. Ich war der Meinung, ab 28. ist Drake. Kann ich da Kohle verdienen? Oder was ist da besonders? Du kannst... Das ist eine Schiffsausstellung, also eine Schiffsexpo. Komplett in-game. Und da kannst du hingehen und dir die Schiffe leihen für 24 Stunden. Teilweise leihen. Ah ja, und du hattest recht, gestern war Drake, also ist heute 17 Uhr. Heute ist Exotic und Imports. Also heute die Alien. Ja, und morgen ist Misk. Also kann ich einfach ausleihen und damit Kohle machen und... Genau. Ja. Genau, genau. Nicht alle, manche nur. Die Idris zum Beispiel konnte man nur von außen anschauen, nicht mal von innen. Ja. Okay, muss ich da mal noch hin. Die andere Sache ist, ich habe gerade so eine Mission angenommen, ne? Ja. Musste ich so eine Kiste eigentlich von einem Depot abholen. Die habe ich abgeholt, in meinem Schiff platziert. Hallo. Auch schön. Na? Schön zwei Haken. Hallo. Ich wollte und... Hallo sagen. Jetzt da zeigt sie mir nicht mehr an, wo ich hin muss. Das ist ein Bug. Das passiert manchmal, dass die Marker sich nicht aktualisieren. Das ist ja ein bekannter Bug in der Version. Was soll ich tun mit der Kiste? Also an sich kannst du die Kiste wegschmeißen, den Auftrag abgeben und einen neuen... Also eigentlich diese Delivery-Mission würde ich halt zurzeit nicht machen, weil entweder spinnen die NPCs rum, das sage ich mal, wenn du das Glück hast und die Marker funktionieren, dann kann es halt immer noch sein, dass die NPCs halt nicht funktionieren. Dann stehst du da mit der Kiste vorm NPC, aber kannst sie nicht ansprechen. Also zurzeit lohnt sich eigentlich nur wirklich Trading, ne? Waren verkaufen von A nach B oder halt diese ECN-Mission, wo du andere abschießen musst. Okay, also die Kiste, wo ich habe, kann ich auch nicht mehr verkaufen. Jein. Die Mission ja kann ich hier halt auch in die Tonne kloppen. Ja, ja. Schade. Weil die hat mir ja schön 2500 gebracht, also war so eine personelle Mission. Okay. Und da musste ich auch zu einem bestimmten NPC, um mit dem zu quatschen, also der den Vibe, wo halt nur ach, auf Levski? Ist. Ja, genau. Auf Levski, ja. Kann es vielleicht sein, dass du wieder zu ihr musst und ihr die Kiste geben musst? Ich probier's mal. Ansonsten guck mal in dein Mobiglas F1 und dann klick mal unten auf Kontaktmanager, also da wo deine Missionen stehen. Und guck, lies mal die Missionsbeschreibung, so vielleicht ob da steht, dass du wieder zu ihr zurück musst. Vielleicht fehlt ja, vielleicht geht die also Mission ja noch ich und nur der Marker fehlt. Eigentlich eine Mineralanalyse bringen. Sache ist, was mich ein bisschen irritiert hat, wo ist jetzt mein Paket hin? Habe ich F1 gedrückt, von wegen gucken. Oh, und das ist nicht gut. Da musst du am besten immer erst die Kiste abstellen, bevor du das machst. Sonst ist die Kiste weg. Ja, nicht immer, aber es kann passieren, dass die Kiste weg ist, ja. Also meine Kiste ist jetzt weg.
Scheiße. Ja gut, dann hat die sich die Mission eh erledigt. Schade. Oh fuck. 2450 Units verpasst. Ja, aber die Mission kommt nochmal, also die kriegst du immer wieder. Ja, die Sache ist eben, ich musste ja so ein Erz jetzt holen, oder? Das Lustige ist, aber auf dem Planeten, wo ich das Erz abholen musste, waren mehrere Mining-Outposten, so gesagt, gekennzeichnet am Anfang. Und bin jetzt einfach zu einem hin zuerst. Und wo ich dann da das eine genommen habe und den Schiff abgelegt habe, dann wurden mir die anderen nicht mehr angezeigt. Da habe ich mich halt gefragt, so... Reicht jetzt okay. Die eine Kiste, also die eine Probe, oder hätte ich da jetzt zu allen gehen müssen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe die von dieser Reco Battaglia, heißt sie glaube ich, diese rothaarige da. Ja. Von der habe ich noch keine Mission gemacht, weil immer wenn ich mit der quatschen wollte, war die kaputt. Ging nicht. Also ich konnte mit der quatschen, das war kein Problem. Aber das Lustige ist, vorhin sind halt hier auch noch Leute herumgelatscht. Und jetzt wo ich das zweite Mal hier bin, laufen sie nicht mehr herum. Und keine Ahnung, also die Lifte spinnen hier auch, also ich muss irgendwie 5-mal drücken, bis ich den Lift nutzen darf. Ja, dann würde ich vielleicht eher mal Server wechseln oder so. Oder bis auf was für ein Server bist du? Auf USA oder aus oder so? Wo kann ich das nachbucken? Ja gut, dafür entscheidest du dich, bevor du den Server beitrittst. Da habe ich einfach Region. Quest genommen. Ach so. Ja gut. Da nehme ich immer Best. Ja gut, das Problem an Best ist, also es ist zwar, ich sag mal, höchstwahrscheinlich dann immer ein EU-Server, ne? Weil logisch, EU müssten ja für uns teilweise die, ne? Dementsprechend sein. Besten Pings haben und alles. Aber es kann auch manchmal sein, wenn die EU-Server überlastet sind oder so, dass er dich halt auf einen anderen hinverweist. Deswegen kannst du halt nie mit genauer Wahrscheinlichkeit sagen, in welcher Region du dich gerade befindest. Ja, aber das macht sie eigentlich nur einen Unterschied, wie für mich das Spiel wirkt und nicht wie das Verhalten der NPCs gerade auf dem Server ist. Ne? Weil ich habe es teilweise auch, wenn ich so auf dem Aus... Wir laufen jetzt wieder ein paar rum. Wenn ich auf einem Australian-Server bin oder so, dann muss ich teilweise auch immer zweimal mein Mobiglas öffnen und so, und im Schiff geht's gar nicht und ach, hör mir auf. Ja, Mobiglas muss ich auch mehrfach drücken, bis ich öffne. Aber... Ja, kann es sein, dass der Server kurz vorm Zusammenbruch ist, so. Das sind meist schon immer so die ersten Anzeichen. Ich guck jetzt mal, wie die reagiert, wenn ich die hab. Ah, jetzt kann ich sie gar nicht mehr anquatschen. So Leute, ich... Wow. Ich hoffe... Ja, ich warte. Okay, gut. Genau, das können wir uns mal angewöhnen, ne? Erst aussteigen, wenn das Auto auch aus ist. Ich kann... du hast schon wieder den Sitz weggemacht, ne? Ich kann die Tür nicht öffnen, nein, wenn du die... Ich hab nichts gemacht, der Sitz ist noch normal. Warte, ich kann... Hier, zack, öffne ich für dich. Ich kann nicht aussteigen. Aber ich war schon mal positiv überrascht, dass ich steig ich aus, so. die Landestation anschaue. Mach mal wieder den Sitz zurück. Warte. Da konnte ich's gerade. Warte. So. Nee, zu, geht nicht. Geht nicht, lol. Wie? Erst sagte Manni so, du kommst nicht mit und ja. Gut, jetzt können wir dich eigentlich irgendwo hinfahren, Alter. Irgendwo hinfahren und du kommst nicht mit. Lol. Wenn ich mich jetzt innerhalb des Autos auslogge und wieder einlogge, das wird tricky, wa? Das könnte ein Spaß werden. Bleibt mir ja nicht viel andere über. Weißt du, was ich dazu sage? Ja, bam. Danke, danke. Ah, oh, geil, Mann, ich liebe es. Oh, Mann. Verlassen. Okay, warte. Brauchst du noch Nägel, Manni? Jo, Nägel brauchen wir immer. Warte, wo habe ich die hingepackt? Hier, auspacken.
Sollte ich so oft hin und her reloggen, bis ich einen Server sehe, wo keine Leute rumstehen? Ja, das Problem ist, du hast es eigentlich fast überall. Ja, eben. Also, du musst mir jetzt sagen, wo ich hin ich muss. Jetzt ist interessant. Das habe ich gerade vergessen. Du kannst nach Hurston, Lovell. Hurston, Lovell ja. Heißt das. Jo, Martin, also alle Nägel sind drinne. Jo, ich hab grad eine Schaufel. Ach ja, stimmt, eine Schaufel war das, ja. Oh! Oh, ich stehe einfach auf dem Auto, guck mal. Jo, Edward, die Scherenhand, ey. Nice. Game gecrashed. LOL! Vince, unsere Barriers sind wieder weg. Oder stehen die hier noch? Bei dir? Ja, ja gut, ganz ehrlich, dann lohnt es sich gar nicht, die mitzunehmen. Was für eine Verarsche ist das denn? Hatten wir einen Server-Restart in der Zeit? Ach, der Server ist ja... Wir sind ja geflogen vom Server, das war... Ach, ja. Was ist das denn für eine Verarsche, Alter? Aber schade, dass ihr jetzt die paar Sachen nicht gekriegt haben, ne? Und Vince, ich kann's immer noch nicht. Okay, ganz ehrlich, vielleicht fehlt uns ja... Was ist dieses Dach-Symbol da? Dieses... Die drei Dreiecke? Gewählt. Dieses gewählte, ja. Metal Sheets sind das. Okay. Die Metal Sheets, aber er meinte, man kann es auch aus Holz machen. Also statt die Metal Sheets kann man Holz machen, aber gibt es noch was anderes außer Planken? Was passiert, wenn du Planken klein machst? Frage, kann man die überhaupt klein machen? Weiß nicht, ich habe jetzt mal Planken in der Hand. Der Axt. Ich. Axt mal in der Hand nehmen. Dachte mir nichts an. Die Säge in die Hand nehmen. Dachte mir auch nichts. Keine Ahnung. Das ist ja mehr als enttäuschend. Warte mal, ich hatte hier gerade was. Ich kann. Hier, ich kann's. Hier vorne geht das. Wenn du hier vorne anguckst. Hier über dem Busch ist das. Da ging das gerade. Da. Hatte ich gerade einen Marker. Ja. Da kam gerade was. Du musst halt, das ist halt echt hier wieder Punkt genau muss das schon wieder sein. Siehst du hier, der Meister hat's wieder rausgefunden. Ich hab's einmal ganz kurz gehabt. Da war ganz kurz was. Ja, ansonsten gib mir, ich hoffe, oder ich baue das mit meiner Axt. Das geht halt auch. Ja, dann mach doch mit der Axt, wenn das geht. Ja, dann hier, da, geht mal. Warte mal, ich kann jetzt sogar hier, ich kann, switch to next part. Okay, warte hier, ich baue mal den Lower Frame. Wo ist mein Zack. Kochtopf? Wo ist mein Kochtopf? So. Man muss hier alles einzeln bauen, ne? Ja. Sieht so aus. Ja, erstes Grund. Aha, hier kann ich auch wieder, hier. Bild Upper Frame könnte ich hier. Ah, warte mal, Upper Frame oder Lower Frame? Warte mal, wir machen erstmal den Lower. Ja. Lower Frame ist das untere Teil und dann Upper ist es darüber. Mit der Axt? Ja, ich mach das mit der Axt. Mit der Hatchet stand in der Anleitung. Ja, Hatchet, gib mir mal entweder den Hammer oder die Schaufel. Geh weg. Ja. Ah, da hatte ich's. Das ist so in der Mitte, ne? Kurz vor der Mitte, bisschen kurz vorm Draht sozusagen. Jetzt hatte ich's gerade schon wieder. Jetzt, warte. Ja, mega nice, Alter. So, und was haben wir jetzt verbraucht? Ein paar Planks, ein bisschen so Planks. Gar nichts, Alter. Ja, wie zwei Stück immer, ne? Ja, wir haben bisher die Walls gebaut, so, aber das Ding's noch gar nicht. Deswegen scheinbar musst du mit der Schaufel auch irgendwo genau an den richtigen Moment gucken, um ja überhaupt erstmal. Watchtower, so switch to next part. Oh. Bald lower wooden filling. Warte, ich hab's. Okay. Ich hab's gerade. Bald lower wooden filling. Ja, ich hab's doch schon. Aber ich bin wahrscheinlich gerade an der anderen. Ah, siehst du, ich bin gerade hier an dem Ding gewesen. Wenn du jetzt die Metal Sheets reinnehmen würdest, würde der das aus Metall bauen. Statt aus Holz.
Da braucht er nämlich viel mehr Planks. Okay, da müsste man aber so, wenn das so ist, ne, dieses Gerüst so ein, auf den, da müsste man die jetzt ranhauen, ne, die Metal Sheets. Ja, die jetzt in diesem Zustand, so wie das jetzt ist. Genau. Ne? Aber der Typ hat gesagt, es ist egal, ob wir Holz oder Dings machen, du kannst die Sachen nicht beschädigen. Also er müsste die selbst mit Werkzeug abbauen, mit Waffen kannst du die nicht beschädigen. Nee, du kannst du mit einer Axt abhacken, stand drinne. Ja, sag in ich so einer Werkzeug. Ja. Ich hatte gerade eben noch einen Marker für hier oben. Wo ist der denn jetzt? Dann siehst du den Marker da? Ja, ich bauen, ne? Jo. Na, du musst erstes ringsrum bauen und dann macht er das in der Mitte weiter. Aber was ist jetzt mit dem Level 1? Das verstehe ich immer noch nicht. Warum hat er da jetzt nichts? Das ist das Grundgerüst. Ja, aber da hat er kein Material verbraucht. Noch nicht. Ja. Keine Ahnung. Normalerweise braucht man ja auch diese... Gib doch mal einer von euch die Schaufel her. Ja. Warte, die habe ich. Aber wo ist sie? Hier, liegt. Jo, danke dir. Ja, vielleicht... Geh mal in die Mitte. Wir haben das Ding ja jetzt immer in der Mitte gefunden. Vielleicht musst du mal in der Mitte sein. Weil ich hab das immer, was heißt in der Mitte? Es muss irgendwo hier sein. Na bitte. Natürlich kann es jetzt sein, weil wir ringsrum gebaut haben, dass es nicht funktioniert. Wäre irgendwie... Gucken wir von außen, ne? Dann einfach Horsten? Mal so gut wie alles ab. Du hast gesagt Horsten und dann Hörsten und dann nach Lörbel. Ich kriege aber echt gar nichts. Baubel. Die Magda, Arial und Dieter. Ja, Lorwell ist auf Hörsten. Ah, auf Hörsten selbst, okay. Ja. Okay, nee, ich bekomme hier echt nichts. Leg die Schaufel hier nochmal hin. Gut. Okay. Schaut mal, in Dings sind auch gar keine Loks mehr drin. Doch, die sind in Level 3. Ja, aber was haben die denn in Level 3 zu suchen? Ich wollte die eigentlich in Level 2 schieben, aber irgendwie sind die in Level 3 geploppt. Warum willst du den in Level 2 schieben? Weil wir ja das erste Level schon fast fertig haben irgendwie. Nee. Ich wollte jetzt gucken, wenn man Level 3 macht, ob man Level 3 jetzt weiterbauen kann. Level 2 jetzt weiterbauen kann. Kann natürlich sein, dass wir jetzt das verbuggt haben, dadurch, dass wir die Dings gebaut haben. Drumherum schon. Erst muss das Grundgerüst halt stehen. Wir hätten vielleicht mal... Hat ja jemand von euch mal dieses Ding ausprobiert, Switch to another part? Ja. Da kannst du nur zwischen oben und unten wechseln. Ja, blöd, unser Topf ist auch flöten gegangen. Ja.
Den habe ich schon gesucht. Keine Ahnung, wo der hin ist. Was hast denn dieses Space-Dings gebaut, Vince? Ah, warte, warte. Weg, weg, weg. Hast du es gefunden, sagst du? Ja, da sind sie. Nice. Boah, ja. Man muss den richtigen, die richtige Position dafür finden. Jetzt haben wir das Kit. Wie, das Kit wieder? Also, dass du es ja, aufheben das, kannst, oder ja, was? Ja, das Kit habe ich jetzt. Okay. Weil wir müssen ja demnächst auch irgendwie Stairs ranbauen. Und ja. So, ne? Habt ihr, wenn ihr reingeht ins Tab, auf Level 1 auch auf einmal so ein Schraubenschlüssel über den Wooden Locks? Ja. Ja. Halt, warte, weg, weg, weg. Ich konnte hier auch gerade was machen. Ja, ich hab's. Warte, ich geh mal raus. Mach das Dach gerade. Ach, die Etage, das ist, ja, das ist... Ah, jetzt hier muss man wahrscheinlich irgendwo gucken, dass man die Stairs anbauen kann. Jetzt habe ich sie. Stairs. Pass nur auf, dass du da auch wieder rauskommst, Alter. Nice, geil. Ja, okay, Alter. Haben wir jetzt noch Material über? Das könnten wir doch... Müssten wir dann jetzt so wahrscheinlich... Arsch voll doch, Alter. So viel braucht das gar nicht, ey. Nee. Ja gut, ne? 36 Nägel pro Wand. Bis jetzt, ja. Was oh yeah, guck mal. Carmonetz rangehangen. Oh, guck mal, das sieht ja voll kacke aus. Ja, aber besser als ohne. Ja, das stimmt. Also, ja gut, das weil das halt so flattert, ne? Ja. Aber es trotzdem hat irgendwie was, Alter. Warte mal, hatte ich nicht auch ein Camo-Netz noch? So, Wootenlocks brauchen wir. Ah, ich hab keine Axt. Ich hol mal ein paar Camo-Netze. Kannst auch einfach die Axt holen. Ich denke, die habt ihr im Inventar. Im Zelt ist eine Holzfäller-Axt. Eine Holzfäller? Ne, eine Feuer. Ja. Hier ist eine Feuer-Axt. Warte mal. Achso. So, hier ist so eine Splitting-Axt drin. Ne? Wo? Bei mir wird keine angezeigt. Hier war doch vorhin eine drinne. Habe ich doch gesehen. Hier war eine Splitting-Axt drinne vorhin, oder war es im anderen Zelt? Irgendeiner war eine Splitting-Axt drinne. Ich hab mir jetzt die Feuerwehr-Axt rausgenommen. Zum Umholzen. Oder soll die nicht benutzt werden dafür? Doch, doch. Okay. Die Splitting-Axt ist im Fahrzeugzelt, Vince. Okay, ah, da hatte ich sie gesehen. Ja, ansonsten benutzt doch erstmal die. Weil die ist ja extra, ne, zum Holzfällen gedacht. Weil ich finde, die anderen gehen relativ schnell kaputt beim Holzfällen. Dann machst du zwei Bäume oder drei und weg ist die. Ja, dann nehme ich eben die. Dann liegt jetzt eben die Feuerwehr-Axt im Zelt. Destroy upper filling. Ich habe eine zweite Wall mal Stacheldraht gemacht. Welche ist denn das? Stacheldraht liegt davor. Ja, ja, aber warum liegt es davor? Es liegt hier einfach nur auf dem Boden. Damit keiner rankommt? Nein, 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 das liegt zusammengerollt hier vor dem vorne. Auf dem Boden. Oh. Okay, also irgendwas, Ich kann
gerade in der Luft baut, Alter. Alter, was für ein riesen Watchtower kannst du denn hier machen? Das ist ja mega nice, Mann. Boah. Ja, wir brauchen nur noch die Wutenlocks. Ich hole gerade, also ich schlage gerade. Oh scheiße, ich sollte aufhören mit meiner Axt. So, makellos. Ein... Der vielen Hammer, Vince. Wir haben doch genug. Ja, warte, ich habe einen im Inventar. Im Fass oder... Hier, Vince, ich bin neben dir. Nee, ich bin neben dir. Hier, habe ich hingelegt, glaube ich. Jo, danke. Mega nice. Habe ich jetzt? Woodenlock habe ich, okay. Also, nach Harzen, 7 Minuten Reise, nicht schlecht. Also wir brauchen... Ja, das geht auf jeden Fall. Wir brauchen insgesamt 8 Stück, ne? Ja. Oh. Ja, geil, Camo. Camo für die Watchtower. ist in eine blöde Richtung gefallen. Sieht aber gut aus. Gehe ich immer ein bisschen weiter weg. Ja, ich habe gehofft, der fällt in eine richtige Richtung. Ich wollte nicht richtig gehofft, also nicht kein Glück gehabt beim Hoffen. Ja, aber boah, ich wäre fast gestorben gerade durch den Baum. Mit den Nägeln, die wir nur hatten.